Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute gibt es wieder etwas zu trinken, etwas Warmes. Und zwar machen wir heute einen Milchpunch. Um genau zu sein, den Cambridge Milk Punch. Und der stammt aus einem Kochbuch von 1845. Ich habe das letzte Mal schon mit erwähnt. Und zwar stammt dieses Rezept aus dem Buch Modern Cooking von Eliza Acton. Und wie gesagt, das wurde 1845 herausgebracht. Und demzufolge haben wir eine ziemlich gute Datierung, wann dieses Gericht denn so auf dem englischen Markt war. Ja, wie einfach das geht, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Wir haben jetzt insgesamt 1900 Milliliter Milch in einem Topf gegeben. Das werden wir jetzt erwärmen. Ich habe hier die Schalen von einer Bio-Zitrone. Die werden mit hineingegeben, sozusagen in Stücke geschnitten und hinein. Und 225 Gramm Zucker. Und bei mittlerer Hitze wird das Ganze jetzt erstmal unter ständigem Rühren zum Köcheln gebracht, bis der ganze Zucker sich aufgelöst hat. Der Milk Punch ist auch relativ eng verwandt mit den im Mittelalter ziemlich gängigen englischen Posset. Das ist sozusagen ein warmes Getränk aus Milch oder Bier, welches mit Gewürzen angereichert ist. Würde ich vielleicht auch mal machen. Während das Ganze auf Temperatur kommt, habe ich hier 340 Milliliter Milch und 2 Eigelb. Die füge ich jetzt miteinander zusammen. Und unser ständiges Rühren wird jetzt schön vermengt. So, wir sehen, es tut sich langsam ein bisschen was. Es wird wärmer. So, den haben wir jetzt schon mal richtig schön auf Temperatur gebracht. Jetzt kommt unsere Eigelb-Milch-Mischung mit hinzu. So. Und wieder alles gut verrühren. Das Eigelb war damals eine sehr, sehr beliebte Methode, gerade bei heißen Getränken. Ich hatte es ja bei dem Glühwein-Video schon mit erwähnt. Das Ganze noch mal ein bisschen reichhaltiger auch. So, der Zucker hat sich gerade schön aufgelöst alles. Es ist auch leicht am Köcheln und jetzt nehmen wir diese Zitronenstücken, beziehungsweise von der Zitronenschale die Stücken, heraus, weil die wollen wir nicht drin haben. Das ist praktisch, dass die alle oben schwimmen. Dann kann man sie einfach abfischen. Wunderbar. Zu dem Ganzen kommt jetzt 600 Milliliter Rum. Ich wundere, dass es ein bisschen trüb ist. Hier war die Milchmischung vorher drin. Ich habe jetzt weißen Rum genommen, weil ich gerne so diese helle Note des Punsches behalten wollte. Ihr könnt natürlich auch gerne braunen Rum nehmen. Also das ist euch überlassen, was für Rum ihr da verwendet. Und damit der ganze Rum noch ein bisschen mehr Spaß macht, kommen noch 300 Milliliter Weinbrand hinzu. Das Ganze wird jetzt wieder umgerührt
und erstmal nur aufköcheln gelassen. So, der Punsch ist soweit heiß. Hier oben drauf hat sich auch so ein Schaum gebildet. Und wie im Rezept beschrieben, wenn sich dieser Schaum hier gebildet hat, dann ist der Punsch fertig. Hier ist der gute Punsch, der Cambridge Milk Punch. Riecht nach Milch. Ich glaube, hier muss man wirklich einfach probieren, weil vom Geruch her kann man da nicht viel ableiten. Also das erste Mal, dass ich jetzt so einen Milchpunsch probiere. Aber die Kombi ist nicht schlecht. Also es wärmt gut. Es ist süß wegen dem Zucker, klar. Und man merkt so ganz leicht auch diesen Alkohol. So hinten am, ne, so im hinteren Teil des Gaums. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, okay, ich trinke jetzt ein, zwei Dinger davon und dann bin ich total breit. Was vielleicht auch irgendwie das Gefährliche daran ist. Aber den kann man auf jeden Fall trinken. Also ich finde ihn auf jeden Fall sehr gut. Ja, doch. Ich denke mal gerade, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo draußen eine Feier hat, dann kann ich mir das gut vorstellen als wärmendes Getränk. Es ist ja schnell auch in einer größeren Menge gemacht. Ja, und das kann man definitiv auch seinen Gästen anbieten. Also definitiv ein sehr guter Drink. Kein Wunder, dass er so beliebt in England war damals. Dazu gesagt, das heißt jetzt Cambridge Milk Punch wegen der Universität. Man vermutet, dass es natürlich dort auch sehr, sehr gern getrunken wurde. Für die anderen Universitäten, die es noch so gibt, da gibt es auch noch andere Rezepte. Also sprich, jeder hat so ein bisschen gemacht, wie er wollte. Und wie es sich wahrscheinlich auch so eingebürgert hat. Also von daher ein sehr spezielles Rezept. Und aus einer interessanten Zeit, sag ich mal. Und von daher schön, dass es überliefert ist. Und was noch so überliefert ist, das seht ihr dann im nächsten Video. Und bis dahin, alles Gute, euer Schlemmergemahner. Ciao.